97 Spiele hat er für den TSV Steinbach-Haiger gemacht. Im Sommer dann der Wechsel von Benjamin Kirchhoff zum FC Homburg. Er seit einigen Wochen fester Bestandteil der Homburger Startelf. Auch heute beim Wiedersehen mit der Ex. FCH-Coach Danny Schwarz schickt fast dieselbe Elf ins Spiel, die vergangenes Wochenende auch in Mainz gewonnen hat. Lukas Quirin ersetzt den am Außenband verletzten Dominik Schmidt. Ansonsten alles beim Alten. Pascal Bieler auf Seiten der Gäste verändert auf 3 Positionen nach der Niederlage gegen Freiberg. Steinbach-Haiger bislang das beste Auswärtsteam der Liga, 18 von 21 möglichen Punkten geholt. Und auch in Homburg legt der Tabellenfünfte direkt los. Die erste große Chance durch den Ex-Homburger Tyson, 11. Minute. Danny Schwarz mit der Anfangsphase nach Homburger nicht zufrieden. Erstmal nur Betrieb vor dem Tor von Tom Kretschmer. Leichtsinniger Ballverlust von Lukas Quirin. Und dann fackeln die Gäste nicht lange. Gütschlü, zu hektisch. Glück für den FCH, dass er nach 16 Minuten nicht schon zurückliegt. Und die Gäste in Weiß machen munter weiter, nur 3 Minuten später. Und diesmal rettet der Pfosten. Es dauert etwas mehr als 20 Minuten, bis auch der FCH mal Offensivpräsenz zeigt. Ecke Mendler. Und der zweite Ball kommt zu Maximilian Jansen. Das ist doch mal was. Erst abgemeldet, dann direkt brandgefährlich. Lennart Schulze-Kökesum, die etatmäßige 3 im Tor, rettet in höchster Not. Etwas mehr als 1000 Menschen haben sich bei echtem Sauwetter ins Waldstadion aufgemacht, sehen aber weiter fast nur den TSV Steinbach-Haiger. Links kommt Jonas Singer, der hat viel zu viel Platz und den nutzt er richtig gut. Klasse Parade von Kretschmer, die darauf folgende Ecke bringt Steinbachs Topscorer Vierrad rein. Homburg klärt, der zweite Ball kommt von Christoph Meyer und wieder Kretschmer. Der Homburger Schlussmann hält Homburg in der ersten Halbzeit im Spiel, diesmal gegen Gästekapitän Yannick Langesberg. Wenn Homburg aber mal kommt, dann wird es meistens brandgefährlich. Mendler im Strafraum und dann fällt er. Aber Schiedsrichter Sebastian Hilsberg mit guter Leistung entscheidet für mich korrekt kein Elfmeter. Mit 0:0 geht's in die Pause, schnell ins Trockene. Für Danny Schwarz heißt es umbauen, so wird das nämlich nichts mit dem Anschluss an die Tabellenspitze. Die zweite Hälfte beginnt dann aber mit einem dicken Patzer von Steinbachs Innenverteidigung. Phil Harris, eben eingewechselt, sagt Dankeschön. Und schiebt ein zur Stand jetzt schmeichelhaften Homburger Führung. Phil Harris, der FCH Edeljoker im Pokal gegen Fürth, nach seiner Einwechslung den Siegtreffer gemacht. Heute braucht er keine 4 Minuten, bis er es wieder tut. Von da an das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. Die Gäste nahezu gänzlich abgemeldet, Homburg dagegen hellwach. Und beinahe mit dem 2:0. Aber Lukas Quirin, fehlender Zentimeter. Und der Gästekeeper war wohl auch noch dran. Die anschließende Ecke. Mendler bringt sie weit rein. Erst gerettet. Und dann ist es Stavridis. Homburger Dauerbelagerung im Strafraum der Gäste. 73. Minute, dann mal eine schöne Kombination über rechts. Dann sticht Patrick Weihrauch durch, hat Zeit, hat Platz und hat das Auge für, na klar, Phil Harris, wen sonst? 2:0 und das geht mittlerweile vollkommen in Ordnung. Phil Harris, 10 seiner jetzt 11 Saisontore hat er nach seiner Einwechslung erzielt. Was für eine Jokerquote. Steinbach-Haiger hat sich seinem Schicksal jetzt ergeben. Die Chancen in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Das rächt sich eben hinten raus. Nächster Sturmlauf. Homburg schön direkt auf Markus Mendler. Der allein schießt am Keeper vorbei, aber auch am Tor. Ganz knapp. Echte Willensleistung vom besten Vorbereiter der Regionalliga. Hier fehlt nicht viel zur Vorentscheidung. Aber noch ist nicht Schluss. Nachspielzeit, nochmal Freistoß aus guter Position, Knesevic. Und dann Benjamin Kirchhoff, 3:0. Aber wie frei kommt Kirchhoff hier zum Kopfball. Das ist quasi ein Geschenk der alten Liebe. Völlig ungedeckt für Steinbach. Hat er in 97 Spielen 3-mal getroffen. Jetzt macht er sein erstes Tor für den FCH zum 3:0 Endstand.
War jetzt nicht mehr so ein wichtiges Tor, glaube ich, aber freut mich natürlich sehr, dass mein erstes Saisontor jetzt und ja, so kann es weitergehen. Wir mussten uns echt in die Partie reinbeißen, haben dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen was umgestellt und gehen dann etwas glücklicher in Führung. Ja. Ich habe es ehrlicherweise gar nicht gesehen. Der Phil klaut irgendwo einen Ball und macht das Ding, aber wenn wir eins bewiesen haben in der Saison, dass wir für immer für Tore gut sind und am Ende ist es dann einfach nur noch Leidenschaft, Wille und das haben die Jungs echt gegen einen richtig starken Gegner bis zur 90. Minute super gemacht. Ich denke mal, man hat es gesehen, wir haben uns am Anfang schwer getan. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ja, wir haben uns dann aber irgendwann gefangen, haben dann das 1-0 gemacht und dann ist es, wie es mal so oft ist, dann, wenn es läuft, dann läuft es. Dann machen wir auch die anderen Dinger rein und dann gewinnen wir halt hier auch 3-0. Wichtiger Sieg. Nach dem großen Pokalfight für den FC Homburg geht es weiter nach oben in der Tabelle und der Abstand auf den begehrten Platz 1 bleibt weiter bei 3 mageren Pünktchen.